Megafon 95, der Fortuna Fußball Talk von Projekt Megafon. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Fortuna-Fußball-Talk. Ich bin der Mo und an meiner Seite ist natürlich wie immer euer Lieblings-Co-Moderator, Co-Host, der Micha. Guten Tag. So Micha, wir haben es geschafft. Nie mehr zweite Liga, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Micha. Oder übernächste Saison, aber... ja, aber fürs erste Mal sind wir aufgestiegen. Ob wir jetzt mit der Felge nach Hause gehen oder nicht, ist ja dann im Moment auch egal. Vor allem, wenn jetzt schon geplant wird, den Rathausbalkon, unseren großen, noch größer zu machen. Ja, für die Champions League. ja, eigentlich wollen die da ein Gerüst vorbauen oder irgendwie sowas, dass die ganze Mannschaft da drauf kann. Einfach die Bühne vom Japan-Tag vors Rathaus stellen. Die haben die bestimmt irgendwo. Ich hab mir schon überlegt, warum macht man das nicht einfach? Ich hab diese Bühne, die sowieso irgendwo rumliegt in irgendeinem Lager, baut die dann am Burgplatz auf. Ja, weil man halt immer... Macht dann da eine riesen Fortuna-Party mit Frankenheim. Ja, boom. Weil man ja einfach immer am Rathaus feiert. Warum auch immer, aber das ist ja so... Ja, aber Düsseldorf ist so eine moderne Stadt, warum da kann man auch mit so einer Tradition, denke ich mal, brechen. Vor allem, weil ja tatsächlich so viele Leute erwartet werden, dann wäre das doch einfach überragend, sowas zu machen. Aber, naja, wir sind nicht die darüber entscheiden. In der heutigen Folge reden wir natürlich über das Spiel gegen Dynamo Dresden. Wir geben einen Ausblick auf Holstein Kiel und wir haben noch so ein paar Themen, die unter der Woche Ambach waren. Unter anderem kursiert halt das Thema, dass Lumpi zur Zweiten kommt. Jetzt nach dem Spiel gegen Dresden, vor dem Spiel gegen Dresden. Wie schätzt du diese Gerüchte ein? Denkst du, die sind wahr oder denkst du eher, dass es Spur? Ich glaube, sein Vertrag in Dresden läuft zum Saisonende aus. Ja, sein Vertrag läuft aus und so wie ich es verstanden habe, hat Dresden auch schon gesagt, die wollen nicht verlängern. Deswegen war er ja auch gegen Fortuna nicht im Kader. Und ja, spielte da ja sowieso jetzt letzte Zeit keine große Rolle mehr in Dresden. Genau, und er hat halt jetzt das, was man halt hört aus den Medien, ist, dass er die Möglichkeit hat, entweder zu Uerdingen zu gehen. Jetzt hätte ich fast Bayer-Uerdingen gesagt, aber KfC Uerdingen. Oder halt zur Zweiten von Fortuna. Und da ist halt die Frage, will er jetzt noch ein bisschen Kohle verdienen und ein bisschen erfolgreicher spielen? Dann würde er zu Uerdingen gehen oder will er halt nach Hause kommen, sage ich mal. Und dann wird er wahrscheinlich zur Zweiten kommen. Und das ist wahrscheinlich auch die Frage, die er sich selbst stellen wird. Und dann entscheiden, ob er zur Zweiten oder nach Uerdingen geht. Ich glaube, es liegt so ein bisschen davon ab, was Fortuna ihm als Karrierestone bietet. Wenn die sagen, okay, du kannst bei uns jetzt die Zweite noch nächste Saison anführen, als Kapitän, was weiß ich, mittragen. Und dementsprechend, wie das jetzt Christian Weber, Jens Landecke den Trainerschein machen, nebenbei. Und dann halt die Jugend einsteigen oder ähnliches. Da ist Fortuna ja in der letzten Zeit sehr bemüht, Ikonen der Vergangenheit in den Verein zu integrieren. Ja, einen Vertrag, dass er irgendeine Position im Verein kriegt, hatte er ja schon. Das war ja damals abgemacht, als er gewechselt ist, dass er auf jeden Fall später bei Fortuna arbeiten kann. Aber was er da macht, ob es ein Scout, Co-Trainer, Manager, keine Ahnung was wird, lassen wir uns einfach überraschen. Was man so hört, soll der Mannschaftsetat auf jeden Fall jetzt schon steigen auf 30 Millionen. Mal gucken, was da im Sommer noch an neuen Sponsoren und Ähnlichem laufen wird. Der Etat soll halt verdreifacht werden von 11 auf 30 Millionen. Ja, das sind, glaube ich, auch Klauseln, die du mit den aktuellen Sponsoren hast. Allen Hitachi wird ja wieder mehr zahlen, weil die haben ja auch eine Klausel gehabt, dass sie weniger zahlen werden. Mal gucken, wie sich das von neuen Saison gestalten wird. Wir werden euch natürlich in der Saisonvorschau darüber informieren, ob jetzt neue Sponsoren kamen. Ab Sommer hat die Zwolle einen neuen Trainer. Also Jens Landecke wird da nicht weitermachen. Der geht zurück in die U19. U17. Der geht zurück in die U17 und Nico Micciati wird dann da ab Sommer übernehmen. Micha, hast du Hintergrundinfos zu ihm? Denn ich habe keine Ahnung, wer es ist. Ich habe nur überflogen, was Fortuna geschrieben hat, dass er halt überwiegend Co-Trainer war bei Bochum und auch bei Bochum war er zum Beispiel lange Zeit Co-Trainer und auch bei anderen Vereinen, auch unter Friedhelm Funkel war er auch schon Co-Trainer. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 44 Jahre alt, also eigentlich noch ein Junger und wagt jetzt anscheinend den Schritt vom Co-Trainer zum Cheftrainer. Vielleicht hat da eine Empfehlung von Friedhelm Funkel auch geholfen, man weiß es nicht.
Dann gab es unter der Woche natürlich von euch Kommentare, dazu kommen wir am Ende der Folge auch nochmal, aber wir möchten gerne einen Kommentar von Steven Kasper hervorheben, der uns gefragt hat, ob wir nicht mal ein Video machen zu unserer Fortuna All-Star bzw. Traumelf. Ja, das werden wir machen, da haben wir auch schon konkrete Ideen gesammelt, das werden wir dann für euch parat haben, um die Sommerpause so ein bisschen kürzer zu machen. Weil wir werden natürlich jetzt nach dem Spieltag, da kommen wir später nochmal zu, noch ein paar extra Folgen für euch aufnehmen und werden dann mehr oder weniger uns in die Sommerpause verabschieden und werden dann praktisch die Woche vor Saisonbeginn werden wir uns dann treffen und dann die Saisonvorschau für euch machen, natürlich dann auch zeitig hochladen, dass ihr nichts verpasst. Wenn ihr Themen habt oder Vorschläge, die wir quatschen sollen, die wir nicht angerissen haben in dieser Folge, haut uns das gerne in die Kommentare, wenn ihr uns über YouTube hört. Sonst, wenn ihr uns über den klassischen Way, den Podcatcher verfolgt, könnt ihr das gerne tun in unserer Facebook-Gruppe. Die haben wir da eingerichtet. Projekt Megafon, Megafon 95 heißt die dort auf unserer Seite. Links findet ihr in den Shownotes, findet ihr aber auch in der Beschreibung, wenn ihr lieber in die Gruppe möchtet. Wir lassen auf jeden Fall jeden erstmal rein und freuen uns auf euch. Ihr könnt es aber auch gerne eine E-Mail schreiben an projektmegafonpodcast@gmail.com. Michael, dann würde ich sagen, kommen wir kurz ins Spiel rein. Fortuna startete unverändert 4-1-4-1. Zum ersten Mal die Saison mit der gleichen Startelf, also kein Wechsel im Team. Kurz ein paar Szenen vom Spiel. 10. Minute Neuhaus, zentrale Position, schließt perfekt mit links ab in die Ecke. Er hat viel Platz, aber ein Traumtor. Ich habe ein bisschen jetzt schon Fortuna-Trikot, werden wir ihn leider nicht mehr sehen. Er hat sich jetzt im Training unter der Woche ein Muskelfaserriss zugezogen und ja, fällt leider bis zum Saisonende aus. Vielleicht noch ein bisschen was in die Sommerpause, aber das ist dann uns egal. Ich hoffe mal, dass ein Gladbach nicht auf der Bank schmoren wird. Fortuna arbeitet ja daran, ihn irgendwie nochmal zu kaufen oder zu leihen, aber Gladbach blockiert da komplett. Die scheinen wirklich mit ihm zu planen. Ja, ich glaube, kaufen wird Fortuna den auf gar keinen Fall können. Maximal noch um ein Jahr die Leihe verlängern, aber, ja, aber Gladbach plant leider schon mit ihm. Aber vielleicht schafft er... Robert Schäfer, vielleicht schafft er da irgendwie noch was zu drehen, dass wir den noch für ein Jahr bekommen. Da kommen wir nach dem Spiel mal ein bisschen zu. Für euch natürlich noch ein paar Themen nach dem Spiel vorbereitet. 64. Das 1-1. Ja, Kone legt den mit links rein. Also Dresden kollert nach der F95-Ecke. Fortuna schaltet einfach nicht schnell genug in die Defensive. Und Kone ist einfach so schnell und so flink. Und dann macht er da auch das Tor rein. Bissiger Spieler, vielleicht sollte man den mal auf der Liste haben. So ein Spieler, der auf keinen Fall gefallen wird mit seiner Art. Du wirst ihn wahrscheinlich auf dem Platz gehasst haben, als du ihm zugesehen hast. Es geht, also ich fand ihn gar nicht so schlimm. Aber das war halt einfach nur unnötig, dass Fortuna hat eine Ecke und daraus kommt dann eine 3-gegen-2 Situation. Dann ist es noch so ein Schuss, wo Wolf noch drankommt, den aber irgendwie so falsch oder so komisch mit der Hand trifft, dass er trotzdem noch reingeht. Ja, war in dem Moment sehr ärgerlich. Wie hast du früher mal gesagt, er hat keine Kraft in den Armen. Ja. 78. Minute, Rahman kam für Haraguchi, 81. kam der Nielsen für Sobotka. In der 90. Minute dann Hennings aus 25 Meter unten links. Er weiß nicht wohin mit dem Ball und zieht einfach mal ab, 2-1. Als er ausgeholt hat zum Schuss, bin ich wirklich, dachte ich mir so, warum schießt er? Warum nimmt er nicht links den Rahman mit, der schön hätte dann reinziehen können und reinflanken können. Der Hennings schießt drauf und ich denke mir so, boah, warum schießt der? Und dann knallt der Ball einfach unten links rein. Viel passiert hier nicht mehr. Zimmer kam für Osami in der 92. Funkel das ganze Spiel über so ein bisschen als Rumpelstilzchen. Der war richtig energiegeladen, das kannte ich gar nicht von ihm, weil er sonst letzten Mal immer auf seinem Stühlchen saß, so verschränkte Arme, eiserner Blick. Aber irgendwie dieses Spiel war der echt energiegeladen. Oh ja, und wir sind aufgestiegen. Das ist eine positive Nachricht, denn wir haben es ja schon mal angesprochen gehabt, dass wir dann jetzt die Entscheidungsspiele haben, um Meister zu werden und halt nicht mehr gegen zwei starke Mitkonkurrenten zittern müssen, Micha. Ja, das ist auf jeden Fall gut, dass wir jetzt schon durch sind und nicht mehr die Ergebnisse holen müssen gegen den zweiten und drittplatzierten der Liga. Wir können uns praktisch noch die Felge holen und Erster werden, aber selbst wenn wir nicht Erster werden oder nur Zweiter, ist mir das im Endeffekt auch egal, weil wir sind aufgestiegen. Gegen Ende hin vom Spiel habe ich eigentlich nicht mehr dran geglaubt, dass Fortuna ein Tor macht, sondern eher, dass Dresden eigentlich noch eins macht. Aber dann holte Hennings diesen Hammer raus und war überragend und da bin ich auch ein bisschen abgegangen zu Hause. Wir werden natürlich zum Saisonfazit die Fortuna komplett analysieren und auseinandernehmen. Nur kurz kann man sagen, dass Fortuna einiges nachlegen muss, um nächste Saison konkurrenzfähig zu sein. Sind schwankende Zuschauerzahlen, die wir jetzt in der zweiten Liga hatten,
oder die Fortuna Düsseldorf generell hat, demnächst, wenn wir die erste Liga spielen, wird das Stadion regelmäßig ausverkauft sein. Ist es ein Problem an Düsseldorf oder ist es einfach nur Zweitliga-Fußball, der keine Menschen anzieht? Fortuna Düsseldorf hat ja eigentlich verhältnismäßig schon viele Zuschauer. Nur halt, es könnten halt mehr sein. Oder wenn man dann, ja, das sieht man ja dann gegen Kiel, das letzte Heimspiel der Saison ist halt ausverkauft. Aber das vorletzte Heimspiel, da kommen halt nur 33.000, wo andere Mannschaften sich freuen würden, in der ersten oder zweiten Liga, wenn 33.000 kommen würden. Aber man sieht halt, dass ja, aber es ist halt das nach oben hin ist auf jeden Fall eine Menge offen. Also ich glaube jetzt auch in der Bundesliga wird es halt bestimmt immer 45.000 werden mindestens immer da sein. Aber gegen Bayern und gegen Dortmund, dann würde man wahrscheinlich auch 90.000 Tickets verkaufen können, weil gegen die wollen die Leute halt eher Dortmund und Bayern sehen, glaube ich, als Fortuna Düsseldorf, und deswegen pilgern dann alle ins Stadion. Ja, aber ich glaube, in der Bundesliga-Saison, in die wir gespielt haben, ist schon einige Jahre her, 4 Jahre, glaube ich, mittlerweile. Sechs Jahre, ist die Zeit vergangen. Da hatten wir am Ende den Zuschauerschnitt von, ich glaube, knapp 1.500 unter ausverkauft. Aber dazu vielleicht einer anderen Stelle mehr auf. Wir freuen uns auf die nächste Saison, erste Liga, und mal gucken, was Fortuna anstellen wird. Aber nochmal kurz auf das Spiel. Dresden hat, wie uns der Dresden-Fan Peter Lustig tatsächlich gesagt hat, uns da ein bisschen aufgeklärt, wirklich sehr offensiv ballorientiert gespielt, aber wirklich richtig Kreativität hatten die nicht. Im Umschaltspiel war Fortuna Düsseldorf in der ersten Hälfte auf jeden Fall besser, in der zweiten Hälfte fehlte Fortuna lange das Tempo. Das war eigentlich das, was gut war, aber Micha, was war schlecht? Ja, schlecht war eigentlich nur, dass Fortuna das Spiel der ersten Hälfte nicht durchziehen konnte, weil in der ersten Hälfte hat Fortuna richtig überragend gespielt, in der zweiten Hälfte hat dann Dynamo ein bisschen aufgedreht und dann hatte Fortuna in der Defensive auch wieder Lücken und hat dann auch dementsprechend das Gegentor kassiert. Und dass man halt in der zweiten Hälfte Dynamo ins Spiel hat kommen lassen, das ist eigentlich das, was schlecht war, meiner Meinung nach. Klar, Fortuna hatte wie immer eine scheiß Chancenbewertung. Aber Dresden versuchte auch körperlicher zu werden. Also die wurden deutlich robuster, vor allem Kone vorne drin machte dann seinen Außenverteidigern zu schaffen, dass dieser kleine Zwerg in Anführungsstrichen so ein Kraftpaket ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Holstein Kiel kommt als Dritter. Starkdistanz zu uns haben sie nicht mehr. Nürnberg können sie noch kriegen. Also werden die, wenn die gegen uns kommen, top motiviert sein. Klar, die sind Aufsteiger, die spielen über die ganze Saison über den eigenen Erwartungen, aber irgendwie aufsteigen wollen sie dann schon, oder? Ja, ich denke schon, also ich denke auf jeden Fall, dass sie aufsteigen wollen. Sie haben auch noch die Möglichkeit, Nürnberg einzuholen, aber ich glaube eigentlich nicht, dass sie Nürnberg noch kriegen. Ich denke, Nürnberg wird Erster oder Zweiter und Kiel wird, die sind aber auch relativ sicher schon Dritter, außer die verlieren jetzt beide Spiele. Und deswegen ist es eigentlich nicht unwahrscheinlich, dass es ein Relegationsspiel mit Holstein Kiel zusammen gibt. Ja, bei denen gibt es ja auch noch Lizenzprobleme. Also das Stadion ist nicht Bundesliga-tauglich, deswegen müssten die entweder auf eine Sondergenehmigung hoffen vom DFB, was sie jetzt schon in der zweiten haben, weil das Stadion eigentlich auch nicht gut genug ist für die zweite Liga. Oder halt das, was wahrscheinlicher ist, nach Hamburg ausweichen und dann entweder am Millerntor oder halt im Volksparkstadion spielen. Wäre halt für die Fans von Holstein Kiel beides irgendwie nicht wirklich toll, weil das recht weite Fahrten sind. Ja, ich habe nachgeguckt, das sind 100 Kilometer. Also das ist ungefähr so, als würde Fortuna immer nach Dortmund fahren müssen, um da zu spielen. Also schon ätzend. Was aber auch ätzend ist irgendwie, dass wenn Kiel aufsteigt, dann ohne Trainer zumindest. Weil Markus Anfang geht ja zum FC. Warum sprichst du das so hässlich aus? Weil dieser Verein hässlich ist. Die haben jetzt zwei Leistungsträger halten können, der FC. Micha, jetzt wollte ich gar nicht auf den FC Köln kommen, aber was könntest du dir an Gründen vorstellen, warum Markus Anfang, der auch eine Fortuna-Vergangenheit hat, zum FC wechselt? Weil der erste FC Köln ein viel größerer Club ist als Kiel und
Kiel wahrscheinlich, wenn sie Relegation spielen, die Relegation auch verlieren werden. Also es ist auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass er übernächste Saison mit Köln in der ersten Liga spielt, als mit Kiel, weil falls Kiel aufsteigt, werden sie wahrscheinlich auch direkt wieder absteigen. Und deswegen ist es wahrscheinlich auf lange Sicht gesehen logischer, nach Köln zu wechseln. Vor allem, er ist ja auch ein Kölner oder beziehungsweise kommt hier aus der Region, deswegen ist es natürlich auch ein Grund dafür. Ja, Dormagen ist nicht wirklich Köln, aber das wollen die aus Dormagen nicht hören, deswegen sprechen wir eigentlich mal darüber, was wir von dem Spiel gegen Kiel erwarten. Weil für die ist ja noch der direkte Aufstieg, ist auf jeden Fall drin. Ich denke, dass sie jetzt einer geordneten Defensive kommen werden, so wie sie die ganze Saison machten, aber dann mit Tempo stark nach vorne spielen, aber auch, wenn der Gegner sich zu tief fallen lässt, den Ball vorne kontrollieren werden. Da muss man wirklich sagen, dass wenn es funktioniert, spielt Kiel einen super offensiven Fußball. Micha, wie schätzt du Kiel ein? Was erwartest du von Kiel? Ja, es wird wahrscheinlich ein sehr torreiches Spiel. Man muss auf Marvin Ducksch aufpassen. Er hat, glaube ich, momentan die meisten Tore in der Liga geschossen. Ja, ich denke mal, das wird eigentlich einen, vor allem weil Fortuna schon aufgestiegen ist, werden die wahrscheinlich, die wollen jetzt wahrscheinlich die Meisterschale noch holen, deswegen werden die auch noch aufspielen. Und mich würde es nicht wundern, wenn 4-5 Tore fallen werden. Also mein Tipp ist ein 2-2 gegen Kiel. Und ich denke mal, mir im Stadion ist auch komplett scheißegal, wie das Ergebnis ist. Ich persönlich werde die Bude abreißen. Hauptsache Fortuna gewinnt und kann dann die Felgen in Luft halten. Man munkelt ja, dass die schon in der Esprit Arena lagern wird, damit Fortuna die sie den Heimfans präsentieren kann, weil ich glaube, die Konstellation ist, wenn Nürnberg verliert und wir gewinnen, dann sind wir schon sicher Zweitligameister. Ja, genau, wenn wir gewinnen und Nürnberg verliert, dann, das wäre natürlich auch noch überragend, wenn man im eigenen Stadion beim vorletzten Spiel noch die Meisterschale, ich sag lieber die Meisterfelge, dass man das dann auch noch abfeiern wird, weil ich glaube, da wird eine überragende Stimmung sein im Stadion und ja, ich habe Bock drauf. Neuhausfeld verletzt, eben schon angesprochen, aber er hat auch die 5. Gelbe, wie gesagt, das Saison aus. Jetzt nochmal kurz ein Thema vorweggegriffen, wo wir näher in dem Saisonabschluss drauf eingehen werden, aber Fortuna kämpft um Leihspieler. Micha, ich habe das Gefühl, Fortuna hat auf dem Transfermarkt keine Alternativen. Ja, ich denk mal schon, dass sie Alternativen haben, aber warum nicht die? Aber warum nicht die binden, die schon gezeigt haben, dass sie gut mit der Mannschaft klarkommen? Ich denke mir, Usami wird man sehr wahrscheinlich halten können, weil ich glaube nicht, dass Augsburg wirklich interessiert ist, den jetzt unbedingt zu behalten oder zurückzuholen, sondern wenn die Ablöse stimmt, wird man den auf jeden Fall kriegen, meiner Meinung nach. Man munkelt irgendwas zwischen 1,5 und 2 Millionen. Ja, das wäre dann ja so meiner Meinung nach ein Schnäppchen. Bei Haraguchi ist es wieder was anderes, weil Hertha ruft angeblich immer noch diese dubiosen 8 Millionen auf. Finde ich auch meiner Meinung nach, ist es komplett gerechtfertigt. Wenn man für einen Bebu 4,5 Millionen kriegt, dann kann man auch für einen Haraguchi 8 Millionen verlangen. Nur die Frage ist, möchte Fortuna das ausgeben? Oder sucht man sich dann eher nach günstigeren Alternativen um, die vielleicht auch durch Vertragsklauseln dann günstiger sind, wie zum Beispiel vom 1. FC Köln? Den Osako zum Beispiel oder aus Hamburg den Ito. Lustigerweise sind die aktuellen Gerüchte alles Japaner, was ich auch wieder sehr lustig finde. Meiner Meinung nach sollte man Haraguchi halten. Vielleicht nicht für 8 Millionen kaufen, aber wenn man die auf 6 Millionen runterhandeln könnte, dann würde ich schon sagen, dass man Haraguchi und Usami verpflichten sollte. Vor allem, weil beide auch gesagt haben, die würden ganz gern weiterhin zusammenspielen und gerne weiterhin auch bei Fortuna zusammenspielen. Deswegen denke ich mal, persönlich ist es das Ding durch, man muss sich halt nur noch mit dem, ja, mit Augsburg beziehungsweise mit Hertha Berlin einig werden und dann sollte da eigentlich, ja, sollte es nur noch auf die Ablösesumme ankommen. Da gibt uns nur die Zeit Antworten. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt uns gerne auf Facebook als Projekt Megafon, tritt in unsere Gruppe bei und diskutiert mit uns über Fortuna Düsseldorf. Mich würden eure Tipps für das nächste Spiel gegen Kiel auf jeden Fall interessieren. Außerdem findet ihr in der Beschreibung bzw. in den Shownotes noch alle Links zu unseren Social Media. Da posten wir von Zeit zu Zeit auch ein paar coole Sachen. Also immer gerne mal reinschauen. Micha,
Jetzt wolltest du noch so ein paar Leute grüßen, die uns in den Kommentaren beziehungsweise in unserer Facebook-Gruppe coole Ideen beziehungsweise coole Kommentare geliefert haben. Devin Kasper haben wir ja schon angeschnitten, dass er mit der Idee aufkam, die Traumelf zu machen, was wir auch machen werden. Peter Lustig ist Dynamo Dresden-Fan, der uns geschrieben hat, der uns ja darauf hingewiesen hat, dass Dynamo halt nicht unbedingt mauern wird, sondern eher einen offensiveren Spielstil hat. Auch besonders Dank an PJ, der uns Feedback gegeben hat, was man besser machen könnte und was man ändern könnte. Und ja, danke für eure Kommentare und euer Feedback. Wir freuen uns natürlich über jeden Einzelnen, der uns schreibt. Ich grüße dann noch Synpolitikon, der gefühlt unser Hardcore-Follower ist. Vielen Dank an dich. Gibt uns seit einiger Zeit jede Woche Kraft und Motivation, mit dem Podcast-Projekt auch weiterzumachen. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr in der aktuellen Folge zugehört habt. Mit dabei war natürlich der Micha, @Schirensky8 auf Twitter, falls es euch interessiert. Ich bin der Mo, @Wampendribbler auf Twitter. Und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Randale. Hast wie immer zerstört den Soundcheck, ja? Müssen wir nochmal machen. Quatsch. Bist du sicher? Ich schneid mir das zusammen. Das klang grausam, oder? Ja.